Moin zusammen, ich bin heute in Stuttgart-Weilendorf unterwegs, genauer gesagt auf dem Grünen Hainer. Jetzt ist etwa 17 Uhr, demnächst wird die Sonne untergehen und ich will euch zeigen, wie ihr so einen Sonnenuntergang fotografieren könnt. Viel Spaß! Um den Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang fotografieren zu können, erfordert es in der Regel immer ein bisschen Planung. Ihr müsst natürlich zum einen wissen, wo die Sonne auf- bzw. untergeht und vor allem auch zu welcher Uhrzeit. Ich nutze dafür die App PhotoPills. Die kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Die gibt es für iOS und Android. Die kostet zwar ein paar Euro, aber die lohnt sich wirklich. Und wir schauen uns jetzt mal kurz diese App an und was sie so kann. So, ich habe jetzt mal die App geöffnet und wie ihr seht, da gibt es wirklich viele Funktionen. Ich werde auch jetzt wirklich nur auf die Funktion eingehen, die wir für den Sonnenuntergang benötigen. Aber nur, dass ihr es mal kurz gesehen habt. Hier gibt es zum Beispiel diese Nacht-AR-Funktion. Mit der könnt ihr schauen, wo zum Beispiel die Milchstraße verläuft. Also ich habe das auch schon oft verwendet. Es funktioniert wirklich einwandfrei und ist nachts wirklich ein großer Helfer. Aber wir benötigen für unseren Sonnenuntergang eigentlich nur die Funktion Planer und Sonne. Also wenn wir den Punkt Sonne mal öffnen, sehen wir aufgelistet, zu welcher Zeit die Sonne aufgeht, zu welcher Zeit die Sonne untergeht, wann die goldene Stunde ist, wann die blaue Stunde ist. Das ist schon mal recht praktisch, weil dann können wir grob einschätzen, wann wir an der Location sein müssen. Und um das Ganze da noch ein bisschen genauer planen zu können, gibt es eben diese Funktion Planer. Und mit dieser Funktion kann man sich den Verlauf der Sonne anzeigen lassen. Also wir haben jetzt hier, sieht man diesen kleinen orangenen Kreis, der simuliert die Sonne. Und damit kann man eben durch Verschieben der Zeitachse einfach ja, sich anzeigen lassen, wie die Sonne verläuft. Das ist schon wirklich praktisch und das kann man nutzen, wenn man eben daheim sitzt und schon mal den Ausflug plant. Was auch ganz cool ist, man kann dann hier oben noch wechseln zwischen Sonne, Mond, Sonne und Mond und man kann sich auch das galaktische Zentrum anzeigen lassen und die Milchstraße. Also wie gesagt, auch vor allem bei der Astrofotografie empfehle ich wirklich diese App. Die leistet da wirklich, wirklich super Dienste. Und auch hier bei der Sonne gibt es diese AR-Funktion. Ich schalte die mal ein. So, und damit kann ich dann wirklich auf dem Handy-Display mir anzeigen lassen, wie der Verlauf der Sonne ist. Alles wirklich sensationell. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass um 18.04 Uhr die Sonne da hinten untergeht. Das ist natürlich nicht immer 100% genau, aber ich kann mich daran relativ gut richten und kann dann auch dementsprechend mein Motiv planen. Und das werde ich jetzt tun. Ich habe jetzt meine Kamera schon aufgebaut, habe die Blende geschlossen, also ich fotografiere mit Blende 14, ISO auf 100 und die Verschlusszeit, die wird sich natürlich je nach Lichtsituation ändern. Deswegen ist auch wichtig, dass ihr ein Stativ mitnehmt. Ihr werdet nachher, wenn die Sonne ja, kurz vorm Verschwinden ist, werden wir relativ lange Verschlusszeiten benötigen und dadurch auch nicht mehr aus der Hand fotografieren können. Dann braucht ihr natürlich den Fernauslöser. Den habe ich natürlich immer dabei. Ihr könnt aber auch mit dem Selbstauslöser fotografieren. Aber ihr werdet sehen, die Sonne, sobald die am Untergehen ist, die ist wirklich relativ schnell weg. Das heißt, sobald ich sehe, dass die Sonne am Untergehen kurz vorm Horizont ist, schalte ich auf Dauerfeuer und erwische so den optimalen Zeitpunkt, ja, wo die Sonne gerade noch so zu sehen ist, wo man noch so ein bisschen diese Strahlen sieht. Und es gibt nachher einfach ein wirklich tolles Motiv. Deswegen Stativ und Fernauslöser mit dem, ganz wichtig. Wie ihr sehen könnt, wirklich eine tolle Aussicht hier oben. Da hinten ist Leonberg, aber wir haben ein Problem und zwar der Himmel ist einfach komplett überbelichtet. Und aus diesem Grund werde ich jetzt gleich diesen Verlaufsfilter vor die Kamera packen. Also ich habe da auch vorne schon meinen Aufsatz dran geschraubt, dass ich nur noch reinstecken muss und der bewirkt Folgendes. Man sieht es hier eigentlich ganz gut, der dunkelt sozusagen den Himmel ab. Und dadurch schaffe ich es, dass ich mit einem Bild, also ohne dass ich eine Belichtungsreihe machen muss, ein relativ gut belichtetes Bildmotiv hinbekommen. Und deswegen würde ich euch bei so einer Art von Bild immer so einen Verlaufsfilter empfehlen. So, bevor ich jetzt den Filter montiere, vielleicht noch ein kleiner Trick. Ihr kennt es doch sicherlich, wenn ihr gegen die Sonne fotografiert, dass ihr dann so Lens Flares im Motiv habt. Wenn ihr das nicht haben wollt, beziehungsweise euch die Stempelarbeit in Photoshop erleichtern wollt, dann macht einfach zwei Motive vom Stativ aus. Ein Bild ganz normal und beim anderen haltet ihr einfach die Hand vor die Sonne. Dadurch deckt ihr die Sonne ab, habt in diesem Motiv keine Lens Flares mehr im unteren Bereich des Motivs und habt eben aber die Hand mit drauf. Das ist aber kein Problem, die könnt ihr nachher in Photoshop einfach übereinander legen und dann einfach die Hand ausmaskieren und habt so wirklich ein gutes Lens Flare freies Motiv.
So, ich habe jetzt tatsächlich doch nochmal das Objektiv gewechselt. Ich würde es euch nicht empfehlen, das sorgt wirklich für extrem viel Stress. Ich habe es aber gerade noch geschafft. Die Kamera steht perfekt, Filter ist drauf. Wie gesagt, Blende möglichst weit schließen. Also ich fotografiere hier mit einer Blende 14, weil wenn ihr die Blende schließt, also je weiter ihr die Blende schließt, umso schönere Sonnensterne bekommt ihr nachher. Aber wie gesagt, nicht zu weit schließen, sonst sind wir wieder beim Thema Beugungsunschärfe. Das heißt, eure Bilder werden unscharf. Ja, ISO 100 ist klar. Und Belichtungszeit ist jetzt aktuell bei 1/25. Das wird aber wahrscheinlich noch deutlich länger werden. Deswegen Stativ, Fernauslöser und jetzt Feuer frei. Wichtig ist natürlich, wenn ihr den Filter an die Kamera schraubt, dass ihr ihn vorher abputzt. Weil vor allem, wenn ihr gegen die Sonne fotografiert, auch bei ND-Filtern zum Beispiel, da seht ihr nachher relativ schnell, wenn sich an irgendeinem Fleck oder an einem größeren Staubflusel die Sonne bricht. Und das ist immer recht unschön. Deswegen solltet ihr die vorher immer einmal abputzen. Das ist ganz wichtig. Und bei diesen Verlaufsfiltern ist es wichtig, dass ihr immer schaut, ja, wie viel von diesem Abdunklungsbereich ihr ins Bild reinragen lasst, weil wenn ihr den Verlaufsfilter zu weit runter schiebt, dann dunkelt ihr natürlich auch unten den Untergrund, also das Vordergrundmotiv ab und dann, ja, dann habt ihr wieder den gleichen Effekt, dass eine Stelle im Bild überbelichtet ist. Deswegen solltet ihr immer schauen, dass der korrekt montiert ist. Wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht so schwer, so einen Sonnenuntergang bzw. auch einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Wichtig ist die Planung, das ist tatsächlich das A und O. Und dass ihr ein Stativ dabei habt, aber dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich habe jetzt noch mein Teleobjektiv draufgezogen und möchte noch ein paar Bilder von dem Engelbergturm mitnehmen mit diesem roten Himmel im Hintergrund. Das sieht wirklich, wirklich episch aus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns!